Willkommen zurück hier bei My Time at Sandwalk. Und ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Wir stehen auf. Irgendein mysteriöser Mann ist erschienen. Ich glaube, das ist dieser komische Händler. Ich habe nämlich mal was zu so einem Händler gelesen, diesen Tipps hier. Dass irgendwie an dem und dem Tag im Monat irgendwie ein Händler auftaucht. Fantastic news, newbie! You're being promoted! And your first task in your new position is to build and place a Yakmil stop over by Gecko Station. Here's a diagram. Bye-bye now! Huh? Well, no, you'd be making exactly the same. Just with this additional responsibility, it's more about the prestige of being promoted. That's my builder. You'll do great in your new position. I'll think of a title later. See ya! Natürlich dürfen wir wieder alles machen. Natürlich. Eine Jagdmeldstation. Bronzestab brauchen wir noch. Draues Tuch. Okay, da müssen wir nochmal hier wischen, wedeln. Und hier können wir mal schauen, dass wir dieses neue Manganstahl hier herstellen. So. Bronzestäbe. Müssen wir die hier herstellen? Nee. Hier? Ja. Okay, jetzt muss ich überlegen. Das ist nicht hier. Scheinbar. Oh, raus Tuch. Ich hab eine Vorstellung, wo es sein könnte, wo wir das... Oh, wir haben keine Nähmaschine mehr. Weil wir die weggegeben haben und nicht neu gebaut haben bisher. Das heißt, wir müssen das hier doch nochmal abbrechen. Wir haben auch noch einen Brief. Die Ziviltruppe hat mich darüber informiert, dass die verlassenen Ruinen unter der Gecko-Station tatsächlich offen und verfügbar sind. Da sind keine Giegler mehr drin. Ich empfehle dir, diese verlassenen Ruinen so schnell wie möglich zu betreten und zu graben, bis du die Teleskopteile findest. Auch hier werden sie wahrscheinlich tief in den unteren Schichten liegen. Ich werde in der Zwischenzeit die Montierung aufstellen und warte auf Nachrichten über deinen Erfolg. Wenn du das Teleskop im Museum restauriert hast, installiere es bitte für mich auf meinem Dach. Viel Glück, Potato, für die Wissenschaft. Potato, du wirst nie erraten, was ich gefunden habe. Ich habe deiner Mutter neulich beim Aufräumen deines Zimmers geholfen. Du kommst ja nie zu Besuch und dabei ein altes Fotoalbum gefunden. Wir haben uns kaputt gelacht, ehrlich. Es gibt so viele peinliche Fotos von dir, als du noch klein warst. Eine Zeit lang sahst du richtig albern aus. Ich habe auch das Foto von mir an meinem Geburtstag gefunden. Es ist witzig, wir waren noch sehr jung und du hast mir diesen riesigen Donut zum Geburtstag geschenkt. Ich habe versucht, ihn zu essen und, naja, sieh dir das Foto an. Weißt du noch, und wie wir früher auf die Bäume geklettert sind? Oh, du warst so nervig. Du warst immer so schrecklich beim Klettern und bist dauernd runtergefallen. Ich weiß noch, dass du immer weinend zu deiner Mama nach Hause gegangen bist, aber wir haben so getan, als würden wir nicht auf Bäume klettern. Also hast du dir immer eine komische Ausrede ausgedacht. Haha, rückblickend denke ich, dass sie es immer wussten. Weißt du, es ist lustig, wenn ich an all die Erinnerungen zurückdenke. Dann fällt mir ein, wie du immer von deinen Träumen erzählt hast. Du warst immer so ehrgeizig. Ich war nicht wirklich überrascht, als du losgezogen bist, um in der Wüste Sandburgen zu bauen. Ich würde gerne sehen, was für Dinge du dort gebaut hast. Ich wette, du hast alle möglichen verrückten Dinge gebaut. Tja, das war's dann wohl für heute. Ich habe es dir doch gesagt, oder? Diesmal gibt es keine einzige Beschwerde. PS, wenn du jemandem dieses Foto zeigst, werde ich dir nicht verzeihen. PPS, das meine ich ernst. Deine Freundin für immer. Nia. Ich habe doch gar kein Foto. Da war gar kein Foto dabei. Ach doch, Geschichte-Foto. Okay. Ja, ist ja kein Problem. Danke für deinen Lurk. Bam, ba, da, da, ba, 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 ba. Ba, da, bada 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 bada. Wir machen eine Nähmaschine.
Ja, die Marmorplatten fehlen uns. Ah. Die Marmorplatten müssen wir hier, wo die Bronzestäbe gerade an. Oh, es ist alles zum Mäusemelken. Zum Mäusemelken, zum Mäusemelken. Ich überlege gerade, was machen wir jetzt? Ich muss auf jeden Fall Wasser kaufen, ganz dringend. Das Wasser sollte jetzt ja wieder billiger sein, oder? Wir haben ja auch noch ein gutes Stück nicht erforscht, aber... Ja. Ich glaube, das ist... Da ist noch irgendwas im Kreis gedreht, ist ja unten noch irgendwie... Hm. Auch mal schauen. Demnächst. Irgendwann. Irgendwie. Wo wollt ihr jetzt hingehen? Ach, Wasser kaufen. Wasser kaufen, Wasser kaufen, denn wir brauchen Wasser. Unser Wasser ist bald leer. Ist es jetzt billiger als vorher? Ja, ne? Ja, es ist, glaube ich, deutlich billiger. Ich habe einmal richtig teuer Wasser eingekauft. Naja, wenn wir Wasser brauchen, dann brauchen wir halt Wasser, ne? Was soll man machen? So ist es dann halt leider. Und wir müssen nochmal zu Chi gehen. Wir müssen nochmal ganz kurz mehr Sachen erforschen. Wir haben jetzt einige Datendisks. Wir waren ja nicht untätig. Auch wenn ich ein paar Tage geschlafen habe, damit wir die Eröffnung der Brücke endlich sehen können. Hat sich aber auch gelohnt, ne, dass wir da einfach ein bisschen geskippt haben. Die Zeit. Hat sich am Ende gelohnt. Wir haben jetzt neue Ressourcen und alles. Moment. So, Erzraffinerie oder so, ich weiß auch nicht. Veredler, Mixer. Hm, kochen würde ich gerne machen, aber... Was können wir am ehesten gebrauchen, ist die Frage. Machen wir die Schmiedemaschine, vielleicht ist das... Wir beschleunigen das auch hart, damit wir einfach die schnell bauen können demnächst. Ich weiß nicht, was wir brauchen, ob wir die Erzraffinerie jetzt brauchen oder, ne, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es doch nicht. Ich bin doch auch neu in diesem Spiel. Glaube ich. Ja, ganz so neu bin ich nicht mehr, aber ja. Ich glaube, das ist auch der 6. Part, den wir heute aufnehmen. Das ist, nee, 7. Part, glaube ich jetzt, oder? Das ist der 6. Ich glaube, das ist der 7. Part, den wir heute aufnehmen. Ah, es könnte auch der 6. sein, weil wir immer Pausen gemacht haben kurz. Na, 6 Parts wäre nicht gut. Das wäre nicht 2 Wochen. Weil ich wollte ein bisschen voraufnehmen, damit die Leute nicht wieder traurig da sitzen und kein My Time at Sandrock gucken können. Ich weiß, ich habe nicht viele Zuschauer bei My Time at Sandrock auf Twitch, sowohl auf YouTube nicht. Aber die Leute, die es gucken, für die Leute nehme ich das ja hier auf. Ne? Auch wenn es so das ist egal. Ich nehme das auch für eine Person auf. Man muss sich halt nur daran gewöhnen, wenn ich jetzt ganz wenig Views drauf habe und ich gerade lieber ein anderes Spiel spiele, kann es sein, dass ich mal eine Pause habe bei Sandrock oder so. Aber jetzt gerade ist ja, wenn ich für 2 Wochen vorproduziert habe, in den nächsten 2 Wochen werde ich bestimmt irgendwann mal Zeit finden, Sandrock zu spielen. Ganz, ganz sicher. Ich muss ja nur 1,5 Stunden spielen, dann habe ich ja schon wieder fast eine Woche zusammen. Also von daher. Ich bin auch immer so ein bisschen wie von der Hummel gestochen. Ihr merkt das ja auch. Ich bin immer ungeduldig, muss hier schnell alles erledigen, weil ich mir auch denke, ich lade nur jeden zweiten Tag eine halbe Stunde hoch. Da muss auch was passieren, versteht ihr? Da muss auch was passieren in dem Part. Ich kann jetzt nicht nur rumlaufen und nur Minenarbeit machen. Das geht nicht, wenn ich nur jeden zweiten Tag hochlade. Da muss ich jetzt aber auch richtig Content liefern hier. Da müssen wir das Spiel aber hier mal durchpowern. Und ich glaube, wir haben das Spiel auch gut durchgepowert. Ich glaube, so viel fehlt uns an der Hauptquest nicht mehr. Ich könnte kurz nachgucken, aber dann wäre die Musik aus. Das ist ein bisschen unangenehm. So, dann machen wir die Marmorplatten jetzt mal eben fertig. Und ich schaue mal ganz kurz. Ich gucke jetzt einfach mal ganz kurz. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich schaue mal jetzt mal ganz kurz. My Time at Sandrock Main Quests. Schauen wir mal kurz. Also wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Hauptquests scheinbar, glaube ich.
Und wir haben jetzt ungefähr 70% der Hauptquests durch. Das heißt, das Spiel ist eh bald vorbei. Ha. Dann überlege ich das jetzt durchzupowern. Also nicht heute, sondern dann die nächsten Tage öfter mal wieder My Time at Sandbox zu spielen, dass wir das durchpowern. Weil ich habe ja gesagt, wir machen die Hauptgeschichte durch. Und dann war es das erstmal. Also die Hauptgeschichte, wie weit sie geht derzeit. Ich glaube, die ist noch nicht zu Ende. Und man sieht auch, ich bin mit einigen hier schon ganz gut. Klar, ich könnte auch besser werden, aber dann, wir können auch einfach ganz viel Geld verdienen und ganz, ganz viel spenden. Dann sind wir auch ganz gut mit den ganzen Leuten. Ja. Was ist das hier? Ein Schlimmgefühl. Achso, das sind die Sachen, die die mögen, ne? Ja. Okay. Bam, bam. Badadadadam. Badadam, bam, badadadadam. Wir brauchen Marmorplatten. Ich mach mal das Spiel ganz kurz auf schnell. So. Bap, bap. Bap, bap. Bap, bap. Ich greife einfach NPCs an. Bürgerlicher Ofen, keine Kraftstoffe. Keine Kraftstoffe. Okay. Kriegskraftstoff. Okay, können wir jetzt eigentlich das Ding hier upgraden, den Schleifer? Haben wir jetzt die Sachen dafür? Wir brauchen noch den Motor, stimmt. Oh, ich habe gar keinen Bock. Na gut. Wir machen's. Ihr wisst genau, woher wir den Motor kriegen. Ihr wisst es. Ihr wisst es genauso gut wie ich. Ihr wisst es genauso gut wie ich, wo wir den herkriegen. Und es ist langweilig. Es ist mega langweilig, aber ist kein Problem. Dann machen wir das halt. Ist doch okay. Aber vorher müssen wir Sachen in die Truhen packen. Da wieder. Schwubbelidubdida. Schwubbelidubdidabdidabdidabdida. Sachen in die Truhen packen, denn das ist so schön. Dann ist unser Inventar wieder ein bisschen leer und das ist wirklich schön. Also so leer ist es eigentlich nicht, aber es müsste leer genug sein für alle Belohnungen, die wir kriegen. Und dann gehen wir doch mal in die, wie hieß die nochmal, die Ruinen dort? Ich hab's vergessen, aber wir sehen es ja gleich. Ich weiß, ich bin wieder nicht mit dem Pferd geritten. Egal. Wie viel Geld haben wir eigentlich gerade? 3844. Kann man machen. The Breach, genau. Ach, der mysteriöse Mann, da ist er ja. Oh, another loyal customer just appeared. People call me the mystery salesman. Always a pleasure. Howdy. So long, partner. Okay. Bam, 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 bam. Aha. Interessant. Große Lagerkisten. Das war alles, was ich brauchte. Boah, ich hoffe, da sind jetzt einige Slots drin. Ich hoffe, da sind jetzt richtig viele Slots drin. Wenn das schon so teuer ist. Ich versuche gerade, das hier zu machen. Machen wir, oder? Da steht zwar kein Level, was empfohlen wird, aber... Ach doch, die stehen drüber. Ich dachte, das steht immer drunter. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so unglaublich dumm. Oh Mann. Na egal. Da haben wir jetzt wenigstens mal eine neue Ruine. Ja? Ich bin dumm. So dumm, so dumm, so dumm. Aber ich laufe durch und töte alles, was mir auf dem Weg begegnet. Bam badadam bam badadadam bam badadadam bam badadadam bam bam badadam bam badadadam bam badadadam bam badadadam bam 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 badam bam 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 badam bam badadadam. Nächste Ebene und wir laufen einfach durch. Sonst kriegen wir leider nicht die beste Wertung. Bisschen schade, aber gut. Oh. Das sind frühere Bossgegner, die jetzt hier einfach normale Gegner. Und wir müssen sie töten. Sieht ganz so aus, als müssten wir sie töten.
Ich weiß nicht, ob wir sie töten müssen oder ob ich gerade verkackt habe dadurch. Ich glaube, wir müssen einfach irgendwo einen Knopf drücken oder so. Das kann es sein. Naja, ein bisschen Gehalt haben wir uns. Ah ne, wir müssen hier einfach weiter, okay. Oh Mann, da habe ich verkackt. Das ist der Bosskampf da unten. Ein Motor gibt's immer nur noch. Das ist echt hart. Ich hätte gehofft, dass wir jetzt vielleicht mehr als einen Motor kriegen, wenn wir das schwerste Ding machen, aber gut. Meinetwegen, dann ist das so. So. Okay. Den Motor brauchten wir hier. Nee. Wofür brauchten wir den Motor nochmal? Ah, fürs Upgrade. Uns fehlt eine Bronzeplatte. So. Hier können wir die rauen Tücher machen. Wunderbar.
Okay. Wir müssen noch ein paar Jagdmails töten am nächsten Tag. Dann gehen wir mal schlafen. Und wir haben krasse Augenringe. Alter! Well, never mind that. Here's the thing. We've all been under a lot of stress lately, and you... I mean, gosh! That adventure into Giggler territory, plus your usual 9-to-5 building gig? Mental health is a serious thing, and it's also my duty as Chief Safety Inspector to make sure everyone's doing all right. Recently, it's just come to my attention that we could all use a little checkup. Care to answer a short survey? Swell! Thanks for being so easy to work with. To contrast, I usually have to wait till Penn's asleep before I can get him to fill anything out. But that's neither here nor there. On with the survey! Keep in mind that your answers are totally confidential and will not be shared with anyone. So, firstly, how often does thinking about your battle with the Gigglers trouble you? Mm-hmm. And how often do you feel like builder work is just too much to handle? Right, got it. Last question. How do you usually relax when you're stressed? Ooh, mysterious. Other. I wonder what that could be. Well, it looks like you're hanging in there. But I think that time at Gecko Station and all that work you've been doing lately is starting to get to you. You really should be careful. Mental health is no joke. Well, that'll do it for the survey. Thanks for being patient. I'll be analyzing everyone's results. You know, if it so happens that people are feeling down, I think it's only right that the church get out and do something about it, don't you? Anyway, we'll be in touch. Thanks again. Okay, noch ein Brief. On the 28th of this month is our very own Running of the Yakmel Festival. On that day, the Running of the Yakmel will be held at the Wandering Y Ranch. If you're interested in joining the festivities, don't forget to sign up. Ja, Fortune Quest ist fertig. Es gibt auch ein Fest wieder. Jetzt können wir es aber eigentlich upgraden. Was können wir jetzt Neues machen? Eisenriegel, Metallscharnier, Gusseisennägel, Gusseisenrohr. Okay. Fehlen nur Kupferstäbe, okay. Warte mal, Kupfer. Ah ne, Stangen und Kupferstäbe sind dann hier, ne? Ja. Okay. Sind einige Quests offen, ne? Hier unten im Kreis gedreht. Hier haben wir noch Farmgelände, haben wir irgendwas. Das war das einzige? Nee, ne? Aber ich glaube, das hier wird uns auch noch angezeigt. Yeah, one of my guys, Faye, found this little rascal scrounging around in our scrapyard a little while back. We liked him at first, but he's got some real behavioral problems that, I guess you could say we ain't been equipped to deal with. We had a house meeting and made a unanimous decision to get rid of the cat. So, do you guys want him or not? Aw, look at how cute he is! We'll take him off your hands, won't we? Martin, Coop, I reckon it's all right by me.
You wouldn't want this little fella ending up astray. Never met a critter I couldn't whip into shape. We'll take this mongrel off your hands and turn him into a regular, upstanding caddis. By the time I'm done with him, I'll have this little tuna sniffer playing the piano in 13 keys. Woohoo! Hey, I should probably warn you. Now, let me just go ahead and put your doubts to rest, partner. Say, us folk in the ranch business, we believe in a little thing called discipline, backed up by another little thing I like to call integrity. See, our methodology. Yeah, all right, pal. Thanks for taking the cat. Clearly you got it under control. Good luck to you, then. Ein neuer Bewohner in Sandrock. Die kleine Katze. So. Kann man eigentlich Jagdmalhari auch wir hier kaufen? Ja, bestimmt, oder? Alter, wie ich aussehe. Das ist nicht schön. Na, kann man hier kaufen. Das war relativ billig sogar. Ja, nur 5 Stück, aber naja. So. Die Umfrage übrigens gerade eben, die wir gemacht haben bei dem Typen, ne? Das war auch schon wieder eine Hauptquest. Schon wieder eine Hauptquest erledigt. Also wir sind wirklich ganz kurz vor Ende des Spiels, also vor Ende des aktuellen Stands des Spiels. Hier kann man Waffen herstellen. Eisendolch. Dafür brauchen wir Helikonia-Nagel und Garren. Eieiei. Okay. Aber Eisenschwert und Schild. Eisenschwert und Schild ist kein Problem. Oder was? Ja, das kann man einfach so herstellen. Eisendolch brauchen wir irgendwie so komische Zutaten von Monster. Was bringt die Bratwanne? Damit kann man Sachen zubereiten. Interessant. Ah, okay. Das raue Tuch müsste man jetzt hier an der Nähmaschine herstellen können, ne? Aber da können wir nur 3 Stück herstellen. Wir müssen noch mehr Jagdmannhaar besorgen. So, meine lieben Jagdmels, es geht euch an den Kragen oder besser gesagt an euer Haar. Okay, alle Jacken ist tot. Die Nähmaschine war aber schnell durch gerade, oder?
Ah, oh, der Part ist vorbei, aber ich mach das noch. Ich baue noch die Jagdmeldstation und platziere die. So viel Zeit muss sein. Auch wenn wir dann vermutlich wieder zu spät ins Bett gehen. Nein, nein. Reiten. 500 Meter, komm schon, Pferd. Auf geht's, hier. Pferd, reite schnell, wir müssen ins Bett. Ich gehe schon wieder zu spät ins Bett, ich sehe es auch schon kommen. Ah, wir können jetzt noch mehr Jagdmeldstationen bauen dann. Ich glaube, da kann man da schnell hinreisen, ne? Was ja praktisch ist. Habe ich jetzt eigentlich wirklich 3 Fähigkeitspunkte im Kampf? Ne, ich habe noch einen Werkstatt ein. Gehen wir noch zusammen ins Bett, aber ich glaube, es ist schon wieder zu spät. Dann werden unsere Augen noch schlimmer, glaube ich, jetzt. Ne, unsere Augen sind wieder normal, oder? Eieiei, wie schön. So, wir gehen noch vor die Tür, das machen wir noch in diesem Part, als extra Bonus obendrauf. Oh, ich dachte, wir wollen noch eine Cutscene oder so spielen. Hallo Potato, ein großes Dankeschön nochmal, dass du meine Umfrage vor einer Weile beantwortet hast. Scheint, als seien viele Leute echt gestresst. Also wollen wir eine coole Sache bauen, auf der jeder spielen und die jeder genießen kann. Aber wir brauchen deine Hilfe. Geh bei der nächsten Gelegenheit zu Mathilde ans Rathaus. Genieße das Licht, offizielle Kirche des Lichts, Postadresse. Okay, meine lieben Freunde, das war's aber für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part und dann geht's langsam in Richtung Ende der Hauptstory. Von dem, was im Spiel schon bisher drin ist. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!